So, hallo, dann heiße ich euch willkommen zu meinem angekündigten Da Vinci-Video. Ich beginne mit einem etwas leichteren Produkt, mit diesen Pop-ups. Also das sind Aufsteller. Man bringt hier diese Knetmasse auf mit der Spritzpistole, lässt es über Nacht antrocknen und kann sich das dann als Dekostück aufstellen. Ich habe mich jetzt mal für das hier entschieden. Das scheint mir etwas einfacher zu sein wie dieses hier. Darum beginne ich mit dem. Das sind die Farben aus dem Set, die also mit den zwei Pop-ups mit dabei sind. Ich verwende hier noch ein zweites Produkt, diesen Design Styler. Ein optionales Produkt hier mit einer andersfarbigen Spritzpistole, drei Farben und vier Aufsätzen vom Schmetterling über Blume, Stern und einmal Herz. Und dann beginne ich jetzt einfach. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Das ist das erste Mal, dass ich das anfasse. Dann beginne ich jetzt einfach mal das Ding zu laden hier. Geht ganz einfach, man steckt es da hinten rein. So, dann nimmt man natürlich den Deckel ab und dann kann es eigentlich sofort losgehen hier. Dann drückt man und dann kommt das Ganze hier raus. Fühlt sich ja eigentlich an wie Play-Doh-Knetmasse, aber der Unterschied ist halt, die wird dann extrem hart innerhalb von 12 Stunden, also man soll es über Nacht stehen lassen. Und dann beginnen wir jetzt einfach mal. Dabei muss man immer aufdrücken auf die Unterlage, angeblich schräg halten. Und jetzt probiere einfach mal, was da rauskommt. Naja. Nicht so einfach beim ersten Mal. Mit Sicherheit einfacher, wenn man das ganze Ding hier dreht. Also da habe ich jetzt noch keine Ahnung, wie man das machen soll. Es ist aber kein Problem, man kann das, solange es nur weich ist, natürlich wegmachen. Man sieht also jetzt schon, dass man da ein bisschen Übung braucht dafür. Ich beginne jetzt einfach mal anders. Gefällt mir auch noch nicht wirklich. Naja, sieht ein bisschen aus wie eine Blume.
Ja, ist nicht ganz einfach, sehe ich schon. Da brauchen wir schon noch ein bisschen Übung. Das ist dann das Endergebnis. So schlecht schaut es jetzt nicht aus. Die ganz großen sind ja am Anfang nicht ganz einfach zu machen. Aber wenn ich jetzt hier mit der Vorlage vergleiche, ich mein, ob ihr es seht, ich zeige euch mal, das sind groß. Das ist rechts hier. Schaut nicht viel besser aus wie meins. Ja, und dann kann man das eben hier. Könnte man noch wegmachen. Dann aufstellen. Ich werde das jetzt mal trocknen lassen über Nacht. Zeige euch das Ergebnis dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ihr habt gesehen, dass man ein bisschen Übung braucht. Aber ich denke, das ist ganz normal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.